Also, ab zum nächsten. Und zwar, den haben wir jetzt quasi schon irgendwie so ein bisschen eingeloggt da. Wenn es denn jetzt mal wieder gehen würde hier. Also, das macht mich gerade echt total bescheuert. So, Aktivitäten. Sprich mit Juliana, die müsste auch hier sein. Fragt sich wo? Ah. Dieser Weltraumfrosch passt zwar nicht zur historischen Ästhetik unserer Stadt, aber Nimm's mir er nicht muss sein. krumm, aber lass meine Familie bitte in Ruhe. Hier pflanzt? Ne, glaube ich ja Früher nicht. hatten wir hier deutlich mehr Touristen. Zum Wohntrakt. Hier. Würde es auch mal interessieren, ob ich selbst auch Fahrstühle bauen könnte in meiner Basis. Dann, wenn ich mal irgendwann eine errichte. Das sind. Okay. Komisch, dass die Leute herkommen, um zu sehen, wie das Leben in den frühen Kolonien war. Wir leben eben einfach. Was kann ich für dich tun? So, können wir da direkt mal durch die Scheibe sprechen, oder? Oder können wir da rein? Ich kann es kaum erwarten, endlich auf meinen Lernurlaub zu gehen. Lernurlaub. So, wir kommen mal rein, ne? Besser als durch Glasscheibe zu horchen. Klasse, der nächste Tourist. Darf ich raten? Du bist auf dem Eis ausgerutscht und jemand muss dir den Knöchel bandagieren. Doch, aber sie sind auch eine schreckliche Last für eine Kleinkolonieärztin wie mich. Mir fehlen schon die Zeit und die Ressourcen, unsere eigenen Leute zu behandeln. Kann sein. Tut mir leid, wenn ich grob klang. Ich bin einfach frustriert. Aber das wärst du an meiner Stelle bestimmt auch sehr schnell. Egal. Was kann ich für dich tun? Wir haben zwar keine schicke neue Praxis, aber es ist vermutlich leichter als da, wo du herkommst. Wir haben hier weniger Leute und sind sehr verantwortungsbewusst, was unsere Gesundheit angeht. Es gibt also selten was, womit ich nicht klarkomme. Und für solche Fälle haben wir dann Zugang zu Spezialisten von außerhalb. Wir sind nicht so primitiv, wie alle denken. Es ist eine raue Welt, aber solange wir drin sind oder draußen einen Anzug anhaben, ist alles gut. An der Oberfläche gibt es keine atembare Luft und ohne Schutzausrüstung erfrierst du draußen sofort, aber ansonsten sind die Gefahren minimal. New Homestead war eine frühe Kolonieforschungsbasis und hat sich bewährt. Die Kolonie ist absolut sicher und der Beweis, dass man quasi überall leben kann. Entspann dich einfach. Stimmt, sie machen die Kultur von New Homestead zum Gespött. Und noch dazu sind sie absolut unvorsichtig. Wie schon gesagt, ich behandle öfter Touristen als unsere eigenen Leute. Das Problem ist, die meisten Verletzungen von Touristen lassen sich leicht vermeiden. Die Einheimischen wissen, wie das geht. Oft muss ich zuerst die Touristen behandeln, weil sie mit ihren Verletzungen nicht abreisen können, also müssen die regulären Patienten warten. Ich schufte also für Leute, die keinerlei Respekt vor mir haben. Und es leiden auch noch unsere eigenen Leute darunter. Kannst du vielleicht sogar? Ich habe eine Idee, die am besten nicht ich umsetze, sondern jemand Unbekanntes. Ich habe erstens zu viel Arbeit und muss zweitens meinen Ruf wahren. Also, ich habe ein Monsterkostüm gekauft. Damit wollte ich Touristen erschrecken und das Gerücht in die Welt setzen, dass auf Titan schlimme Ungeheuer leben. Wenn sich das mal rumspricht, dann lässt der Tourismus ein wenig nach und ich kann aufatmen. Vielleicht? Keine Ahnung. Ich weiß, es klingt verrückt, aber eine andere Idee habe ich nicht. Der Tourismusverband hilft mir nicht und ich habe kein Budget, um noch jemanden einzustellen. Und weißt du, diese Touristen glauben alles, was sie sehen und hören. Ein Versuch ist es wert. Schlimmstenfalls stehe ich wieder am Anfang.
Gute Einstellung. Ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, ob es klappt, aber ein Versuch kann nicht schaden. Hier ist das Kostüm. Ich glaube, an der Oberfläche funktioniert es am besten. Also lauf einfach auf eine Gruppe zu und spiel ein Alien-Monster. Mit etwas Glück rennen sie schreiend davon und sind mit dem nächsten Flug weg. Jetzt mache ich mir wirklich Gedanken. Warte mal, ich habe jetzt ein Kostüm, oder? Warte mal. Also, ich muss das gleich anlegen, ja. Bei dieser Touristen. Das wird lustig. Schauen wir uns mal das Kostüm an, was das überhaupt ist. Oh Gott, nee, oder? Mich fängst du nie! Ich wette, wo du herkommst, ist mindestens 1000-mal mehr los als hier. Okay, Kinder haben schon mal keine Angst. Willkommen in New Homestead. Machen wir den Touristen Angst. Sag's meinem Papa nicht. Komm ich jetzt hier raus, Gott? Nee, okay. Muss ja. Wieso ist denn das da hinten? Also, Geschichtsfreaks kommen hier richtig auf ihre Kosten. So, dann muss ich wahrscheinlich doch hier nach New Homestead rein, weil da unten saß nämlich die Touristen. Freu ich mich drauf. Wo? Hier raus, oder? Hallo. Immer schön, neue Gesichter zu sehen. Die Leute in Cydonia sind zwar näher an der Erde, aber wir bewahren die Traditionen besser. Nee, da muss ich doch hier irgendwie was machen. Auf der Seite. Das ist mal ein abgefahrenes Kostüm. Wenn du medizinische Hilfe brauchst, dreh mir doch mal ab. Kann ja im Grunde nicht sein. Ich muss ja da hinten hin. Wo ist denn das überhaupt? Da. So, mal gucken, ob ich jetzt da hinkomme direkt. Ruhig um, aber nichts an. Ja, auf dem Saturn kann man sogar atmen. Ohne. Oder zählt das als. So. Sieht so lächerlich aus, ne? Das oh. Kannst du nicht machen. Oh. Geh einfach weiter. Wir brauchen Abstand voneinander. Okay, wir müssen reden. Sofort. Ich habe natürlich nicht gedacht, dass du ein Heiliger bist. Aber so, wie du dich benimmst. Du bist Mitglied der Constellation, also benimm dich auch so. Scheiße. Ich weiß nicht, was mit dir los ist. Aber vielleicht sollten Cora und ich lieber nicht mit dir fliegen.
Ich weiß nicht warum, aber gut. Was hast du zu deiner Entschuldigung zu sagen? Hab dem in den Popo geschossen. Das sehe ich. Das hoffe ich auch. Jeder macht mal Fehler. Das weiß ich besser als die meisten. Bitte versuch einfach, dich zusammenzureißen, okay? Wie ausgeredet. Ey, nochmal erstellen. Hallo. Okay. Offensichtlich nicht. War das das schon? Oh ne, okay. Ich muss zurückkehren zu der Juliana dort. Kostüm gefällt mir. Alter, ich bin das Monster. Bleib auf den Titan nicht so lange draußen. Ohne den richtigen Schutz wirst du zu einem Eisklotz. Oh. Sieht das nach einem richtigen Schutz aus? Ich glaube, das Kostüm behalte ich, wenn ich das darf. Hoffentlich willst du mit deinem komischen Kostüm keinen Ärger anzetteln. Ich? Na. Hast du... Also, das Kostüm steht? Das habe ich privat gekauft. Der Verkäufer meinte, er habe es von einer Schule. Das Maskottchen der Sportteams hatte es immer an. Es sollte wohl ein Bärtierchen darstellen oder so. Jedenfalls hat der Verkäufer es ein wenig angepasst. Er wollte es für einen Independent-Film verwenden, den er dreht. Das hat aber wohl nicht geklappt, also musste er es verkaufen. Gut für mich. Die kommen so schnell bestimmt nicht wieder. Danke. Mit etwas Glück kann ich mich jetzt mehr um meine eigentlichen Patienten kümmern. Ich sag dir was. Falls du das später noch ein paar Mal wiederholen willst, darfst du das Kostüm behalten. Hat Laune gemacht. Okay.